Und ich bin echt gespannt, wann das wirklich zum krassen Problem wird, dass wir nicht schlafen werden. Wäre mal echt interessant, ob wir das Spiel schaffen, ob wir mal kicken, ob wir überhaupt schaffen und dennoch ohne zu schlafen. Das wäre echt. Das wäre schon krass. Das wäre schon krass. Okay. 84 Dinger. Na, das war jetzt nicht schlecht. So, 284 haben wir. Können wir uns aber immer noch nicht die Angel kaufen. Ich meine, nachts ist es natürlich halt extrem gefährlich. Wir können halt extrem schnell unser Schiff kaputt machen, was wieder Kohle kostet. Immer schön vorsichtig um die Ecken. Oh Mann. Oh, ein anderes Schiff. Kann ich dich rufen? Ist weg. Okay. Okay, das ist bloß eine Boje. So, ich würde gerne was fangen. Aber hier ist nichts. Kann ich nur wie so ein Idiot hupend hier rumfahren. Oh, was ist das hier? Was ist das? Was haben wir denn da? Eine Felsplatte ragt aus dem Wasser und trägt primitive Symbole von gekrümmten Fischen. An ihrem Sockel ist eine große Form eingemeißelt. Soll ich jetzt die Fische drin packen oder was? Du kannst später. Ja, sieht so aus. Sind das diese gekrümmten Fische? Die wir schon. Warte mal, hier vorne war da so ein Fangbereich dafür, oder? Denn du? Das bin ich wohl. Ich muss weg. Was ist denn jetzt los? Hallo? Wer sind diese Augen? Oh, hier vorne? Nee, ist nur. Was ist das hier? Oh, ah Mann, ich brauch so eine Dredge. Oh, und jetzt kommen die Felsformation. Saurons Minions. Ab! Eieiei. Das ist mir vorhin auch schon fast da in den Frachtraum gesprungen. Das ähnliche Vieh, was da jetzt gerade kam. Haben's echt. Oh, hier vorne ist was. Das sind bestimmt die. Und jetzt wird schon wieder Tag. Mann, die Zeit rennt ja aber auch da. Was ist denn das? Artdaten der Enzyklopädie hinzugefügt. Was ist denn das? Moment. Ich muss prüfen. Enzyklopädie. Küstennähe. Ein Brutkalamar. Tentakeln sprießen aus einem leuchtenden Kern, der in einer gallertartigen Sack ruht. Daneben liegen weitere schlafende Kerne. Das ist eine Anomalie des normalen Keilkalamars. Schön. Schön. So, Mission. Was ist hier Mission? Zeige ihm den Fischhändler. Grotesker Fisch. Das mache ich gleich gerne. Okay, meine Strandkrabbe und eine Winkerkrabbe. Haben wir auch, machen wir. Und raus. So, hier wollte ich noch ein bisschen was fischen. So, schnibberdüber, machen wir so. Haben wir. Nein! So, was haben wir hier vorne? Oh, ist denn bitte? Eieieiei, ein Manta. Na, für den zweiten Mal keinen Platz, ne? Dann weg mal, den weg mal verkaufen. Oh, der wird ja hoffentlich Geld bringen. Der wird ja Kohle bringen, hoffentlich. Tuck-di-du. Vielleicht nehmen wir noch zwei Makrelen mit. Müssen ja nicht umsonst fahren. Ne? Ist ja nur Platz. So, schön, schön, schön. So, diese Leerstellen da, die fällt mir ja nicht. Ich möchte eigentlich alles schön komplett ausnutzen vom Platz her. Nee, da kann ich es noch nicht.
So, warte mal, hier sprudelt's an unserem Krabbenkörbchen. Was ist hier los? Oh, Alter, was ist denn das für ein Vieh? Das ist schon mal eine Winkerkrabbe, sehr schön, aber der... Die kostet jetzt gerade ein bisschen viel Platz, dann muss ich erstmal hier kurz die Fische verkaufen. So, Fischhändler, was willst du heute? Du übergibst dem Fischhändler den grotesken Fisch. Er grinst, hält sich den Fisch direkt vors Gesicht, nimmt einen tiefen Atemzug. Das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versüßt. Ich frage mich. Er lässt seine Finger über den Fisch gleiten, als wollte er etwas ertasten. Er drückt auf eine Seite hinein und etwas zeichnet sich unter dem sich aufwölbenden Schuppen ab. Er schneidet den Fisch auf. Sein Magen zieht er ein kleines Stückchen Stoff, das er auf den Tresen vor sich ausbreitet. Es ist ein zart gemustertes Taschentuch. Ja klar, natürlich. Also so etwas ist mir noch nie untergekommen. Ich überlasse dir dieses Ding. Und den Fisch bezahle ich dir natürlich auch. Das ist nicht der erste entstellte Fisch, den ich hier sehe. Ich bin sicher, du findest bald noch mehr davon. Und ich würde dich gut dafür bezahlen. Okay, entstellte Fische bringen also mehr Geld. So, das ist ein schönes Taschentuch. Aus den Innereien des grotesken Fisches gezogen. Verziert mit Puppe und Steckereien. Schön. Ein Mann blickt dich durch das Fenster deiner Kajüte an. Sein Gesicht liegt im Schatten. Ich weiß, was du dem Fischhändler gebracht hast. Und damit wir uns richtig verstehen. Ich weiß auch, was er dem Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen. Aber nicht dir. Triff mich auf der Schwarzfelseninsel. Verlasse dafür die Bucht und fahre dann Richtung Süden. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich werde warten. Suspekt, suspekt. Bürgermeister hat irgendwas. Genau, dich wollte ich hier sehen. Fährst du zufällig nach Osten, Richtung Kleinmark? Könntest du dem Dockarbeiter dort bitte dieses Paket zu stellen? Warte mal, Kleinmark waren wir schon. Das ist das Nestding über, ne? Machen wir. Der Bürgermeister übergibt dir ein kleines, feuchtes, zusammengeschnürtes Paket. Es tropft ein wenig. Der Dockarbeiter wird dich bei der Lieferung bezahlen. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass es verdirbt. Vergiss nicht, deinen Kompass und deine Karte zu benutzen, falls du dich verirrst. Alles klar. Kein Ding. So, warte mal. Dann düse ich mal schneller rüber. Und gebe das Paket ab. Aber was für ein Dockarbeiter? Das ist kein Dockarbeiter gewesen. Da war doch bloß der Händler. Und, achso, eine Sache würde ich nochmal schauen. Kajüte. Es ist wirklich cool, die Zeit geht wirklich nur weiter, sobald wir uns bewegen oder angeln. Rollen und Routen, das habe ich noch nicht gelesen. Als aktives Buch auswählen, Zeitvertreib zum Lesen. Aha. Okay, liest er das jetzt? Achai, okay. Großmark, Kleinmark. Und das könnte wahrscheinlich hier die Schwarzfelsinsel sein, oder was? Wahrscheinlich sind die roten Kreuze unsere Questmarker. Kann ich hier irgendwo zurück, bitte? Mission? Ja, trifft sich das ja Schwarzfelseninsel. Okay, dann wird das wohl die da vorne sein. So, der Enzyklopädie wurde auch noch was hinzugefügt. Achso, die Winkerkrabbe. Die haben wir aber noch nicht rausgeholt, die ist aber noch im Körbchen. Heißt also, das da drüben ist denn die Schwarzfelseninsel oder was? Geht ja vom Abstand. So, hier hol ich mir auf jeden Fall nachher nochmal einen Rochen raus. Der bringt auf jeden Fall richtig Zaster. So. Müssen wir mal gucken, wo jetzt hier so ein Hafenarbeiter ist. Da ist er. Ist das eine Lieferung? Mal sehen. Er reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Er scheint das Päckchen von deinem Blick abschirmen zu wollen. Ja, schön frisch. Nee, eignet sich bestens. Sollte ich jetzt wohl bezahlen, was? Er gibt ja ein wenig Geld. Ich habe diese alte Schwarte vor einer Woche bekommen. Können aber auch nichts anfangen. Die würde sicher nicht mehr nützen. Nachhaltiges Fischen. Er zieht ein zerknautschtes Buch
aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige der Seiten sind zerknickt. Du brauchst eine Kajüte auf. Vielleicht kannst du es auf See lesen. Komm gerne auch mal plaudern vorher. Hierher. Ich weiß, wie einsam ich sein kann. Alles klar. Kann ich jetzt, 4%. Okay, alles klar. Und danach könnte ich das nächste Buch lesen. Ist ja nicht schlecht. Okay, also liest sich also von alleine. Beim Händler können wir nichts verkaufen. Denn, machen wir mal so. Wir holen uns hier mal schnell nochmal einen Rochen. Und damit hat sich der doch ausgerochend. Da vorne haben wir Bretter. Warte mal, ach da, Mist, die Haie kann ich noch nicht jagen, weil ich habe noch keine ozeanische Angel. So, hier noch ein paar Makrelen. So, da ja von euch alle immer so ein bisschen nach Mai Aquarium schreien, kommt das tatsächlich erstmal dem am nächsten. Okay. So, vielleicht haben wir jetzt noch Platz für die große Wingerkrabbe. Das wäre gut. Achso, hier hinten. Da müssen wir noch schnell umstapeln. Irgendwie. So. Hudi. Dann auf zum Fischer. Also, zum Fischhändler. Wir sind ja der Fischer. So, Fischhändler. Hast du die Kram für die Bestellung? Ja. Also, noch nicht ganz. Eine. Und noch eine kleine. Die habe ich noch nicht. Denk daran, dass deine Krabbenkörper ein bisschen beschädigt sind. Dann kann der Schiffsbauerin sie reparieren. Okay, die muss ich also relativ häufig reparieren. In Ordnung, kommt zurück. Ja, genau, wenn du alle hast. Alles klar. Ich hoffe, die Möwen haben den Fang nicht geschnappt. Ah, so viel Kohle hat der Rochen jetzt auch nicht gebracht. Okay, auf zur Schwarzfelseninsel. Wird ja auch gerade Nacht. Also Zeit, aufs offene Meer zu fahren. Best Timing ever. Schön, wie das dann nebelig wird. Wunderbar. Großartig. So, was ist das hier? Ah, Mann, Dredge. Wir haben noch keine Dredge. So, ist das jetzt hier die... Schwarzfelseninsel. Sehr schön, alles klar. Verfallenes Anwesen. Der Mann steht in der Tür und wartet auf dich. In einer Hand hält er ein altes Buch. Der Einband ist purpurfarben. Die Bänder sind silber. Du bist gekommen. Gut. Ich will mich vorstellen. Ich bin Sammler. Ich sammle viele Dinge. Kunst, Artefakte, Schätze und Wahrheiten. Und Kurioses, das seltsame Begehrlichkeiten zu wecken mag. Und du hast das etwas, was mich interessiert. Du hast etwas, was mich interessiert. Du gibst das Taschentuch dem Sammler. Er hält es ins flackernde Licht und betrachtet es genau. Dieses Muster ist unverwechselbar. Selbst nach so langer Zeit noch. Dieses Taschentuch stammt von einem alten Schiff, nach dem ich gesucht habe. Es ist vor vielen Jahren gesunken. Es hatte bedeutende Dinge geladen. Sie zu bergen wird eine echte Herausforderung sein. Und hier kommst du ins Spiel. Mein Vorschlag lautet, ich statte dein Schiff mit den nötigen Ausrüstungen aus, um die Wracks und die dunklen Tiefen durchsuchen zu können. Finde diese verlorenen Relikte für mich und ich werde dich überreich belohnen. Nice! Mission aktualisiert. Du musst das Fischen dafür nicht aufgeben. Du müsstest mir dein Schiff nur für ein paar Stunden ausleihen, um alles Nötige einzubauen. Was meinst du? Ja, eigentlich, was habe ich zu verlieren, außer ein bisschen Zeit? Ich akzeptiere. Eine hervorragende Entscheidung. Ich bereite die Ausrüstung soweit vor. Sofort. Wir suchen nach einem Ring, einer Halskette, einer Uhr, einer Musiktruhe und einem Schlüssel.
Ring, Halskette, Uhr, Musiktruhe und Schlüssel. Ich würde dir empfehlen, dich in den Städten umzuhören und nach Schiffwracks und ungewöhnlichen Vorkommnissen zu fragen. Du solltest jede Spur nachgehen. Komm zurück, sobald du etwas hast. Okay. Dann hier in die Werkstatt. Die Werkstatt sieht aus, als wäre sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. Geh hinein. Du trittst ein, es dauert einen Moment, bis deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Was möchtest du hier tun? Gegenstände nehmen? Im Gerümpel entdeckst du eine furchteinflößende Gerätschaften. Was ist das hier? Arterieller Motor. Aha. Die knochigen Blätter dieser grotesken Motors werden von einem pulsierenden Herzen angetrieben, dessen Rhythmus sich dem deinen angleicht. Okay. So, ins Lager gepackt. Und was ist das hier? Zeichen des Untergangs. In diesem kleinen Talisman wurde ein Symbol der Tiefe eingraviert. Dem aufmerksamen Auge wird es nicht entgehen. Aha. Okay, das kann ich bei Angeln. Das kann ich bei Angeln einsetzen. Bringt mir das jetzt was? So, okay, wir haben alles genommen. Okay. Cool. Sollen wir mal kurz mal tappen? So, Kajüte. 40% schon. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Suche nach Relikten. Ah, kurz mal hier mal einen Schluck hier aus der Pudel nehmen. Ring hattest du doch, oder? Ja, ich glaube, das ist aber nur ein normaler Schatzring irgendwie. Also er sucht ja nach den Relikten. Und wenn die so aussehen wie das Taschentuch, dann leuchten die anscheinend violett. Also sind die so violett hinterlegt. Das andere war ja einfach nur grau hinterlegt. So, tatsächlich ist der Leuchtturm echt eine... Oh, Schakalacke, Alter. Kann ich nicht... was ist das? Oh, Felsen. So, hier haben wir noch ein bisschen Kleinstadt. Was ist jetzt hier? Hier weht der Wind übers offene Meer. So, was schwimmt hier vorne rum? Wo ist das? Zackenbarsch. Also wir kommen natürlich nicht drum rum, erstmal zu angeln wie die Wilden. Irgendwie, weil wir sind ja auch Fischer. Ist ja eigentlich unser Beruf. Ne? Aber wir brauchen erstmal... Hey, hey, hey. Und irgendwas schaltet hier mal die Lampe aus. Das mag ich nicht. So, und natürlich brauchen wir auch erstmal Kohle. Wir brauchen en masse Kohle. Für alles eigentlich. So, noch ein paar Kalamaris. Zack. So, kann ich dann irgendwie eigentlich beeinflussen, um hier so eine Mutter... Yeah. Hakenkalamari, Alter. Tastende Zungen winden sich wild um vergilbtiefe Zahnreihe. Boah, wie geht, Alter. Die oberste Zahnreihe ist nahezu menschenähnlich. Ist ja toll, Alter. Kann ich irgendwie beeinflussen, wie ich die fangen kann? Also mit bestimmten Ködern oder zur bestimmten Uhrzeit? Wie, wann fange ich die? So, noch ein paar Makrelen! Hab keinen Platz hier. So. So, und schon bin ich wieder voll. Ey, ich brauche einen größeren Frachtraum, ich brauche eine bessere Lampe, ich brauche einen besseren Motor, ich brauche eine bessere Angel. Mann! Wie viel Kohle habe ich jetzt eigentlich? Könnt ihr denken, ist zu jeder Uhrzeit auftauchen. Manchmal leuchten die Angelstellen so rosalig. Okay. Hm. Oh, vorne hat sich unser Korb nochmal gefüllt. Vielleicht finden wir jetzt hier noch eine kleine Krabbe drin. Das wäre cool. Ja! Hurra! Nehme meine Strandkrabbe. Perfekt. Sehr gut. Körbchen lasse ich noch drin. Und wir können erstmal die Bestellung beim Fischhändler abgeben. Fischer, du bist auf deinen Reisen zufällig einer Fotografin begegnet? Sie hat hier für ein paar Tage angelegt, um sich mit Vorräten einzudecken. Ich schlug ihr vor, ein paar Bilder von der Stadt zu machen, zu Werbezwecken. Aber sie schien nicht interessiert zu sein. Sie sagte, sie wolle Richtung Süden segeln. Vielleicht solltest du dich mit ihr bekannt machen.
Okay, Fotografin. Ui, 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 ui. Was willst du? Weißt du etwas über das Schiffswrack in der Gegend? Ja, weißt du von den seltsamen Vorfällen? Wer lebt auf der Schwarzfelseninsel? Und dann fragen wir mal erstmal nach den Schiffswracks. Sie beäugt dich misstrauisch. Es gibt da diese Stelle auf der Rückseite von Grausmark. Die Strömung spielt viele Wracks dorthin. An manchen Mächten sieht man unnatürliches Leuchten, das von den Tiefen des Wassers zu kommen scheint. Ich kann mir kaum vorstellen, was dort unten sein mag. Wenn du also das suchst, was ich glaube, dann wäre es besser, du würdest umkehren. Ja, ja, weißt du was von den seltsamen Vorfällen? Ich sehe von der Spitze des Leuchtturms aus jede Menge merkwürdiger Dinge. Manchmal frage ich mich, ob ich meinen eigenen Augen noch trauen kann. Sie hält die Laterne hoch und leuchtet dir direkt ins Gesicht. Bist das wirklich du, der hier vor mir steht? Oder ist das wieder nur ein Trick des Nebels? Okay, wer lebt auf der Schwarzfelseninsel? Ich sehe von hier oben aus eine Menge. Ich sah dieses unglückselige Boot zurückkehren. Und ich habe weggesehen. Ich sah durch diese Fenster ein widernatürliches Flackern. Was immer du planst, ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich sollte gehen. Tschüss, verrückte Frau. Architektin. Du gehst auf eine Frau zu, die schweigend am Dock sitzt und ins Wasser starrt. Sie wendet sich dir zu. Wie ist es dort draußen? Aus. Ich will nicht darüber sprechen. Es ist friedlich. Doch, für mich ist sie friedlich. Auf jeden Fall besser als hier in dieser verdammten Stadt. Ich muss mal hier raus. Vielleicht komme ich dann nicht zurück. Zurück zu blicken ist ein Fehler, oder? Man muss immer nach vorne schauen. Weitergehen. So übel ist es hier nicht. Ich will nicht weitergehen. Ich kann nicht zurück. So übel ist es hier nicht. Sie blickt wieder gedankenverloren hinaus aufs Meer. Sag mal, wenn du ein paar Materialien auftreiben könntest, würdest du mir dann helfen, umzuziehen? Ich meine, richtig umziehen. Es gibt eine Insel, von der ich gehört habe. Stahlspitz. Liegt nördlich von hier. 2 Einheiten Holz und 2 Einheiten Metallschrott. Das ist alles, was ich brauche. Ich könnte mir dort draußen ein neues Heim bauen. Du dürftest mich auch besuchen. Wenn du etwas findest, dann bring die Sachen einfach nach Stahlspitz. Ich bezahle dich, wenn der Job erledigt ist. Okay. Hashtag Abachzen. Absolut richtig. So, warte mal, Fischhändler. Ja, ich habe die Krabbe. Denk daran, wenn eine Krabbe im Körbe... Ja, weiß ich. Okay. Der Fischhändler wickelt die Krabben ein und gibt dir ein wenig Geld. 59 Tacken. Das sollte reichen. Schön, dass du mit dem alten Korb was anfangen konntest. Du kannst ja noch mehr davon kaufen. Beschädigte Exemplare in der Werft reparieren lassen. Okay. Ich habe eine letzte Bitte. Wie du gesehen hast, können einige Fischarten hier seltsame Deformationen ausbilden. Was denkst du, was mit dem Menschen geschieht, der das Fleisch dieser Fische verzehrt? Ja, man wird krank, Alter. Also, ich würde es nicht machen. Nun, wahrscheinlich, aber ich will sicher sein. Bring mir einen mutierten Fisch. Irgendeinen. Aber das muss unter uns bleiben. Was? Ich das? Könntest du einen dieser Mutanten fangen? Ja, hab ich so, ja. Vergiss nicht, jeder dieser anormalen Fische ist geeignet. Ich glaube, sie sind letztendlich alle gleich. Der Fischhändler nimmt den mutierten Fisch von dir entgegen, presst ihn gegen die Brust und drückt das schleimige Ding fest zusammen. Ja,
Das sollte sich gut eignen. Hier dein Lohn. Und warum nimmst du den nicht auch gleich? Für mich sind sie ohne Nutzen. Yeah! Hörst du das? Das klingt wie ein leises Gewisper. Du lauscht. Stille. In der Stille des Raums beginnt die Hand des Fischhändlers zu zittern. Sein Gesicht verzerrt sich vor Angst. Bitte, verkaufe, was nötig ist und dann geh. Ich muss mich um diese Kreatur kümmern. Schnell jetzt! Ja, na denn, schnell verkaufen? Und dann Tschüssikowski. Die Tür des Fischhändlers knallt hinter dir zu. Du hörst, wie eine große Metallriegel vorgeschoben wird. Was? Die Tür des Fischhändlers ist von innen verriegelt. Nein, ist der jetzt zu? Oh nö! So, aber warte mal, lass mal erstmal ozeanisch kaufen. Ozeanisch, sehr schön. Die haben wir. Was ist das? Vulkanisch und Flachwasser? Mangrovenküstennähe. Ach du Scheiße. Oh, und die hat alles. Die hat alles. So, was haben wir denn? Motoren. Verbesserte Außenmotor. 15 Knoten. Körbe. Oh, wir können noch bessere Körbe bauen. Aber Motor ist eigentlich ganz geil. So, verbesserte Außenborder. So, was sagt die Schiffsbauerin? Wenn du ein bisschen mehr auf deinen Motoren herausholen willst, dann lies das hier. Geht aufs Haus. Korrekte Motorenbedienung. In der Köte hinzugefügt. Schön. 410 Dinger, Alter, ey. Was ist denn? Wir haben 800. Wir können uns beide zusammen nicht kaufen. Ach, wenn ich jetzt nur das Ding kaufe. Na, warte mal. Okay, wir machen es mal so. Ich hole das. Dann gehe ich hier vorne auf Haijagd. Auf alles vorbereitet. Kann ich hier jetzt verkaufen? Ich heb's nochmal erstmal auf. Dann hole ich mir den Hai. Hoffentlich. Und dann hole ich mir die Angel. So der Plan. Mal gucken, ob es funktioniert. Ah. So, ablegen. So nach vorne. Oh, ich bin gespannt, was so ein Hai bringt. So. Jawohl. Okay. Ja, machen wir mal so. Oh, scheiße, ist erschöpft. Weil mir vorne war auch noch einer. Dann peilen wir den mal schnell an. Und mit viel Glück können wir uns die neue Angel jetzt noch zusätzlich kaufen und können dann wieder im Flachwasser und in Küstennähe fischen. Also wir hätten also keinen Verlust, außer dass wir jetzt noch ozeanisch zusätzlich fischen können. Durch die Seilwinde. So, schnell hin machen, bevor es 18 Uhr ist. Yes. Okay, mehr würde wahrscheinlich jetzt nicht gehen. Doch unten kriegen wir ihn hin, oder? Ja, unten kriegt man, aber ist sowieso abgeangelt hier. Naja, egal. Okay. Okay, let's go. Schnell bei dem. Oh, nee. Ich hab noch nicht das andere Buch. Danke für den Tipp, Firma. So, lesen wir mal bitte. Das ihr das durchgelesen? Routen, Rollen und Leinen haben wir gelesen. Okay, als nächstes korrekte Motorenbedienung. Hilft uns das tatsächlich, dass unsere Sachen billiger werden? Oder dass die nicht so schnell kaputt gehen? Nein, ich kann den Fischer nicht verkaufen. Ich kann den Fischer nicht verkaufen. Der Typ ist ja nicht da. Ja, das ist aber schön. Wo ist denn jetzt hier noch ein Fischhändler? Das ist ja nicht so gut. Oh, warte mal, was ist denn da vorne? Leuchtet denn da? Ist in der Falle? Das ist ein Trap. Wo kann ich denn jetzt meinen Fisch verkaufen? Oh, ja, schon wieder so ein mutiertes Vieh. Nur weil der Typ sich jetzt mutierte Fische reinpfeift, ist er jetzt, hat er zugemacht oder was? So, was ist das da vorne? Füße ich da mal hin.
Immer noch die Bretter, kann ich nichts mitmachen. Ach, es ist ein Kreuz. Nein. Kajüte. Eine Nachricht. Wir hatten in den seichten Gewässern hinter Großmark gestern einen kleinen Unfall. Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich ein Felsen vor uns auf, das kenne ich. Und das Boot rammte ihn. Der Rumpf wurde nicht durchschlagen, aber wir wurden ordentlich durchgeschüttelt. Und ein paar Sachen gingen über Bord. Wir haben nicht gesehen, was es war, aber wir glauben, es war nichts Wichtiges. Er brütete später noch über die Notizen zur Umbenennungszeremonie. Er fürchtete, er könnte dabei etwas falsch gemacht haben. Ich wusste gar nicht, dass er so abergläubisch ist. Ja, das ist bestimmt, weil du noch das eine Ding auf hier oben hast. Deswegen ist es bestimmt schiefgelaufen. Warte mal, und... Ah, okay, hier ist anscheinend... Hier ist das gesunken, oder was? Machen wir da mal hin, oder was? So, warte mal mit. Okay, also auf nach Westen. Go West! Ja, Fischen, das kann ich mir jetzt alle sparen hier, weil ich kann den Fisch nicht verkaufen. Ich bin dann einfach nur voll, das ist blöd. Zeig hier zwei Haie an Bord, Alter, dann kann ich den verkaufen, das ist doch nicht wahr. Mann, oh. Ein Boot! Ein weiteres Boot! Grüße! Was war denn das? Nein, das ist so ein Anglerfisch! Das ist so ein Anglerfisch! Ah! Ah! Nein, schnell weg! Ah! Kommt der hier rein in die Bucht? Na, oh nein! Lass mich! Alter! Etwas schlüpft in den Frachtraum. Oh, na klar, schön, den Hai an. Na wunderbar, toll. Alter, das Vieh hat ein Boot imitiert, damit wir da ranfahren. Oh, nee. Was ist das denn? Ja, schön. Großartig. Ganz schau. So, Forschungsteller haben wir keine. Kann man am Trockendock noch irgendwann? Vergiss nicht, du musst nicht... Ah ja, okay, alles klar, weiß ich. Danke. Wir haben auch nichts. Ah, der ist so verdorben. Warum ist der verdorben? Ab wann verderben die Fische? Weiß das einer? Ja toll, ey. Dann kann ich ihn rausschmeißen. Kann ich denn eigentlich, kann ich den ins Lager packen bei mir? Bleibt der im Lager frisch? Hat so ein Eislager? Vielleicht? Hm? Dann erstmal ins Lager damit. Okay. So, wo ist denn diese komische Stahlspitzinsel? Wahrscheinlich hier, war nördlich, hat sie gesagt. Aber ich würde erstmal hier zu dem Schatz mal hindüsen. Holen. Also da, wo das Schiff gekentert ist. Okay, ab 6 Uhr. Es hat wirklich immer 12 Stunden, ne? Von 6 bis 6. Rot. Was ist das? So, was? Relikt gefunden. Oh, wir haben ein Relikt gefunden. Ach so, der Typ hat uns jetzt eine Dredge eingebaut vorhin. Auf der Schwarzfelseninsel. Ah, okay. Muss man auch erstmal wissen. Hat er ja nicht gesagt. Sisan, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist.
Na, dann würde ich mal kurz hier vorne zur Schwarzkopfinsel düsen. Warte mal, hier kann ich immer noch... Warum kann ich das jetzt nicht machen? Wieso? Wieso geht das nicht? Flachwasser. Ach ja, weil ich die Angel rausgenommen habe. Ja klar, kann ja nicht im Flachwasser. Okay, dann erstmal zur Insel und er wollte einen Schlüssel haben. Das sieht mir aus wie ein Schlüssel. Jetzt können wir natürlich auch die anderen Teile holen für die Architektin. Und das sah ja so aus wie Bretter irgendwie, der eine Haufen da in der Bucht. Ich frage nur, wo kriegt Metallteile her? So, jetzt mal gucken, ob er den Schlüssel haben will. So, und verfallenes Anwesen. Du betrittst das Haus des Sammlers. Es steht im hinteren Teil des Zimmers und hält immer noch das silberpurpurne Buch in den Händen. Er wirkt ungeduldig. Nun, du hast doch was für mich, oder? Zeig es mir. Mission erfüllt. Du gibst ihm den Schlüssel. Das kalte Metall hat in seinen Händen einen seltsamen Glanz. Die Form des Schlüssels, der Bart, der Kopf sehen irgendwie verändert aus. Irgendwie kleiner. War das schon immer so? Ist das alles? Wo ist das Schloss? Der Sammler wirkt unruhig. Die Teile, nach denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden als angenommen. Sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gerne helfen. Er blättert ein paar Seiten in seinem Buch rum und murmelt vor sich hin. Ein Lichtblitz blendet dich und du gerätst kurz ins Taumeln. Fertigkeit freigeschaltet. Eile. Enorme Geschwindigkeit. Die einen Preis hat. What? Geh nun. Du musst noch mehr Relikte finden. Mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile Richtung Südosten getragen haben könnte. Zu den Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Sturmklippen, okay. Und markiert eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Die Worte, die du mir vorgelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Wie lange lebst du schon hier? Weißt du, wem die Relikte gehören? Wo soll ich nach Relikten suchen? Das Buch birgt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Ja, Eile, was du gerade gemacht hast. Die Eileform ist grausam und wirkt instantant. Instantant, was ist instantant? Instantant. Ja, dann merkt man erstmal, wie erschreckend der Wortschatz ist. Sie verleiht deinem Boot schreckliche Geschwindigkeit. Sei jedoch gewarnt. Deine Motoren werden dabei extrem Belastung ausgesetzt. Gibt es noch andere Kräfte, über die du gerne reden erfahren würdest? Nee, habe ich nicht. Also scheinbar jedes Mal, wenn wir ein Relikt abgehen, kriegen wir eine Kraft von ihm, oder was? Wie lange lebst du schon hier? Vor langer Zeit war ich ein Fischer, so wie mein Vater vor mir. Aber vor 20 Jahren ließ ich mich hier nieder. Ich musste mich auf andere Projekte konzentrieren. Ich bemerkte, dass diese Insel eine besondere Kraft innewohnt. Diese dunkle Basaltsäulen, die sich weit in die Tiefe strecken. Noch etwas. Weißt du, wem die Relikte gehörten? Ja. Tolle Antwort. Er sieht dich an. Für einen Moment flackert so etwas wie Bedauern an seinen Augen auf. Einem alten Freund. Noch etwas. Ja, wo soll ich suchen? Das haben wir, glaube ich, schon. Ah, mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile nach Südosten getragen haben könnte. Zu den Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Ich habe schon eine Stelle auf deiner Karte markiert, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Nein, ich breche jetzt auf. So, wir haben also Spitzengeschwindigkeit, überdimensionale Geschwindigkeit. So, wohin? Wien. Hier. Oh yeah! Ah, aber okay. Ich muss tatsächlich ein bisschen Obacht geben. Motor überhitzt. Oh, was hier? Ach du Schande. So, warte mal, hier vorne, da vorne ist, glaube ich, ist das hier Stahlspitz? Steht noch nicht da, ne? Ich würde mal erstmal vielleicht probieren, hier vorne war ja noch so ein Haufen mit Kladatsch irgendwie. Vielleicht können wir hier erstmal was aus dem Wasser holen mit der Dredge. Fische kann ich jetzt erstmal alle komplett sein lassen. Das ist... Was ist denn los? What is this for noise? Hallo?
Okay, also klar, also beim Dredgen müssen wir anscheinend hier so ein kleines Minispiel machen. Ah, ach schön. Ich dachte, ihr kriegt Bretter, aber ihr kriegt anscheinend so eine Motorenteile, so eine Forschungsteile. Cool. Oder auch Bretter. Das war's. Ein Brett. Yay. So, die korrekte Motorenbedienung haben wir durchgelesen. Dann wird es natürlich Zeit für den nächsten Kracher. Nachhaltiges Fischen. Ich fand das schon den ersten Band total toll. Mal schauen, wie der zweite ist. So, auf nach Tafelspitz. Oh, nee, das ist ein Boot schon wieder. Jetzt ist so mies, ey. Echt so ein Anglerfisch, ey. Fiese Kiste. Fiese Kiste. Aber cool gemacht, cool gemacht. Weil wie gesagt. Nein! Ich muss weg. Oh Gott, ist ja super schnell. Oh, was ist denn nicht alles? Oh, hier kann ich schön dredgen. Oh! Ist noch da? Nee, er ist wieder weg. Hurra! Okay, dann lass mich mal hier. Was ist das hier? Oh, warte mal, sieht so ja nach Metallteilen aus. Okay, weiter. Uhu. Haben wir noch eins? Ja, können wir. So, die wollte zwei Bretter und zwei Metallteile, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Die gute Architektin. Für ihr super Sommerhaus. Das wäre auch mal die Frage. So, was ist das hier vorne? Oh, ein Schatz. Das ist ja geil. Warum wird alles so rot um mich rum? Ein Kelch. Hm. Schade, der nimmt natürlich. Der nimmt aber blöde Platz weg. Okay, gut, dann muss ich jetzt erstmal. Ah, hier vorne sind die Bretter. Also, ich habe wirklich ganz schön mit Wahnsinn zu tun, wie mir das Auge da oben sagt. So. Sind wir jetzt da? Ist das Stahlspitz? Ja, sehr schön. Hier muss der Materialhaufen hin. Sehr gut. Okay. Dies ist die Insel, auf die du die Materialien für die Architektin liefern sollst. Alles klar. Okay, gut, dann hole ich hier vorne jetzt noch das eine Stück Holz einfach. Und dann ist ja die Hütte eigentlich fertig für Madame Architektin. Die Mucke ist echt so hammergeil, ne? Ja, also schön, dass ich Forschungsteile kriege. Finde ich geil. So, ein Second Brett. Wir können noch ein bisschen weitermachen, sehr schön. Und erschöpft leider. Warte mal, hier vorne. Muss man Metallteile mitnehmen? Ja, ne? Nehmen wir uns noch ein paar Metallteile mit. Was wir haben, haben wir. Ist sowieso leer. Perfekt. Passt. Ab dafür. Was ist das jetzt hier? Was ist das? Oh, oh, ein bisschen schneller. Holla, holla. Okay. Jetzt muss man jetzt schon auf Zack sein. Ein Ballenstoff. Okay. Das ist irgendwie ungünstig. Alles. Nie gut positioniert hier. Aber ich kann auch nichts anderes machen. Ich habe so einen blöden kleinen Frachtraum. Ich muss erst erweitern. Ich muss erst erweitern. So.
Materialhaufen abgeben, bitte. Und zack, zack. Du hast alle nötigen Materialien geliefert. Du solltest die Architektin informieren. Ach, die ist ja nicht hier, ne? Die ist ja noch drüben im Großmarkt.